Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Rund 260.000 Menschen erleiden in Deutschland pro Jahr einen Schlaganfall. Und wenn dann der Patient oder die Patientin ins Krankenhaus mit ersten Anzeichen eingeliefert wird, dann gilt es, möglichst schnell herauszufinden, wie weit denn der Schlaganfall schon fortgeschritten ist. Das heißt, wie viel des Gehirns denn schon betroffen ist von dem Blutmangel. Und es gilt auch, Schlimmeres zu verhindern, nicht, dass noch ein zweiter Schlaganfall folgt. Und wie man das hinbekommt, darüber sprechen wir jetzt. Bei mir ist Professor Dr. Roland Brüning, er ist Chefarzt der Radiologie und Neuroradiologie an der Asklepios Klinik Barmbek. Schön, dass Sie kommen konnten, Herr Professor Brüning. Sagen Sie uns, was gehört dazu, einen Schlaganfall richtig einzuschätzen? Wie geht das los? Also eine richtige und nachhaltige Einschätzung von einem Schlaganfall ist durchaus anspruchsvoll. Zum einen ist der Patient, der akut eingeliefert wird, der unbekannt in aller Regel dem Krankenhaus. Das heißt, wir müssen sowohl schnell wie auch umfassend hier eine Diagnose erstellen. Und zu dieser Abklärung gehören mehrere Schritte. Zum einen die fachneurologische Untersuchung. Da wird die Beweglichkeit von Armen oder Beinen, auch das Sprechen zum Beispiel getestet. Und auch natürlich eine akute Krankheitsgeschichte erhoben. Aber so wichtig diese Ergebnisse sind, das ist nicht alleine ausreichend. Das heißt, was kommt noch dazu? Die Rolle der Radiologie und Neurologie ist in diesem Kontext noch eine Untersuchung vom Gehirn selbst durchzuführen. Und das machen wir in drei Stufen, weil das durchaus mehrere Aspekte hat. Zum einen tasten wir mittels Computertomogramm, also CT, das Gehirn selber ab, also den Schädel ab, und machen Bilder von dem Gehirngewebe selbst und prüfen dieses auf akute Veränderungen. Das ist sozusagen der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, wir tasten die Gefäße ab, die vom Herzen zum Gehirn führen, schauen, ob da Stenosen, also Verengungen sind oder gar Verschlüsse sind, die beides sozusagen in diese Krankheitsbewertung mit einfließen müssen. Und dazu gehört auch, dass wir die hirneigenen Gefäße, also die Gefäße, die das Gehirn selber versorgen, mit prüfen. Das ist der zweite Schritt. Und der dritte Schritt, auch sehr wichtig, ist, dass wir eine Art Durchblutungskarte anfertigen. Das machen wir, indem wir dieses Kontrastmittel spritzen und schauen, wie stark einzelne Hirnareale durchblutet sind, sogenannte Perfusionskarten. Und diese dritte Information muss dann im Kontext gewertet werden, also im Zusammenhang mit den anderen schon eben beschriebenen Methoden. Aha. Das heißt also, dieses CT, das kennen ja vielleicht viele, das ist also eine Momentaufnahme des Gehirns mit seinen Durchblutungsarealen, während die Karte, von der Sie eben sprachen, also diese Kartierung stelle ich mir jetzt vor wie ein Film, der zeigt, wie mein Hirn gerade jetzt in dem Moment wieder die Durchblutungsströme sind. Ist das so richtig? Es ist eine zeitliche Information drin. Wir spielen die in dem Computer dann aus als Farbkarten tatsächlich. Ja. Und es gibt bestimmte Farbtöne, die dann eine krankhaft zu geringe Durchblutung, eben einen noch großen drohenden Schlaganfall beispielsweise, darstellen. Das sind Farbkarten, die wir dann werten und durchaus mit dem normalen CT vergleichen. Ja, genau, denn wir beide sprechen ja darüber, woran erkennt man, dass noch etwas Schlimmeres folgen könnte. Und das ist ja mehr als der Ist-Zustand. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass dieser Check der Schlagadern, die zum Gehirn laufen, also zum Beispiel der Halsschlagader, dass ihm das sagt, ob noch etwas weiteres folgt, aber es scheint irgendwie auch mit diesen Farbkarten zu tun zu haben, mit diesen Kartierungen. Es gibt nicht einen Schlaganfall, sondern es gibt sehr verschiedene Möglichkeiten oder Gründe, warum ein Schlaganfall entstehen kann. Das ist zum einen ein Vorhofflimmern, also ein unregelmäßig schlagendes Herz, was zu kleinen Blutgerinnseln führt. Es kann aber auch eine Halsschlagader sein, die verengt ist. Das ist durchaus möglich. All dieses ist zu berücksichtigen, aber für die Akutsituation das Wichtigste ist der Vergleich von dem tatsächlichen Hirngewebe. Ist es noch gesund oder ist es schon erkrankt? Und diesen Durchblutungskarten
in dem Kontext droht noch mehr. Soll heißen, die größte Gefahr ist, wenn das Gehirn noch normal sich darstellt in der Computertomographie, die Durchblutungskarte aber ein großes Areal zeigt, wo eine kritisch erniedrigte Durchblutung da ist. Dann haben wir eine sogenannte Mismatch-Situation, also ein Missverhältnis. Und das bedeutet ganz klar, hier ist Gefahr im Verzug und dann müssen wir handeln. Könnten Sie uns das noch genauer erklären, warum ausgerechnet das diese Mismatching-Situation dann erzeugt? Die Durchblutung ist normalerweise für das Gehirn auf einem ganz klar geregelten Niveau. Und wenn es durch einen Blutfropf, also einen Thrombus, dazu kommt, egal wo der ist, dass ein Areal im Gehirn minder durchblutet ist, dann kommt es zunächst zu einer Reduktion der Zellfunktion und später dann leider eben zum Absterben der Gehirnzellen. Und da gibt es bekannte Schwellenwerte. Wenn diese Durchblutung stark erniedrigt ist, dann wird es kritisch. Und wir wissen einfach sozusagen aus Erfahrung, wenn dieser Schwellenwert erreicht wird, dann müssen wir sehr schnell handeln, sonst stirbt eben dieses Hirnareal ab. Also ganz klar ein Vergleich, je nachdem wie groß die Region ist, wo sie liegt und wie schwer sozusagen der einzelne Patient oder die Patientin betroffen ist. Aha, heißt das, man orientiert sich an Richtwerten, die aus vielen tausenden Behandlungen schon sozusagen das Beste herausgezogen haben, um das dann auf den Patienten jetzt abzugleichen? Unbedingt, ja. Es gibt sozusagen normale Werte, es gibt krankhaft erniedrigt und es gibt sehr kritisch erniedrigte Werte, genau, so ist es. Ja. Was erfordert denn das vom Operateur? Das heißt, wir sind ja noch gar nicht bei der Therapie jetzt dieses Schlaganfalls. Wir sind ja erstmal beim Erkennen, wo der jetzt steht und ob noch ein weiterer folgt. Da reichen ja Skalen nicht aus, an denen Sie sich da orientieren. Also die akute Bewertung eines Schlaganfalls sollte von einem Experten durchgeführt werden und dieser Experte sollte einfach Erfahrung haben, denn es gibt sehr viele unterschiedliche Parameter, sowohl klinische wie auch eben radiologische, also computertomografische Parameter, die in die Bewertung einfließen sollten. Soll heißen, es gibt Schlaganfallformen, da sollte man gar nicht so viel machen, weil das eine Erweiterung oder eine Intensivierung der Therapie nicht unbedingt was hilft. Und man muss eben klar erkennen können, hier ist Gefahr im Verzug, hier müssen wir jetzt unbedingt handeln. Ja, kann das also auch heißen, dass man zu früh interveniert oder zu viel tut? Also jede Therapie hat natürlich eine Chance und ein Risiko. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man in dem Einzelfall sozusagen maßgeschneidert eine optimale Therapie bestimmt unter Abwägung des persönlichen Chancenverhältnis zum persönlichen Risiko, so genau wie möglich und so schnell natürlich wie möglich. Wie wahrscheinlich ist es denn überhaupt, dass ein zweiter Schlaganfall folgt oder noch weitere Schlaganfälle folgen? Die Erweiterung eines bestehenden kleinen Schlaganfalls in einen etwas größeren ist eine durchaus häufige Erkrankung. Soll heißen, ein bestehendes Symptom kann sich durchaus noch verschlechtern oder sogar noch von weiteren Symptomen begleitet werden im weiteren Verlauf. Das ist leider nicht selten. Also so, dass wir durchaus dieser Gefahr bewusst sein müssen. Ja, und wie intervenieren Sie? Denn jetzt gilt es ja, diesen Blutpfropf, der womöglich ein Gefäß verschließt, möglichst zu beseitigen. Wie macht man das? Also zunächst ist es praktisch nie die Entscheidung eines Einzelnen, sondern das wird von einer Ärztegruppe in einem Zentrum gemacht, die Entscheidung, wie es zu behandeln. Und das ist ja auch gut so, denn ein Neurologe mit seiner Erfahrung und ein Neuroradiologe mit seiner Erfahrung müssen sich absprechen und gemeinsam ein optimales Vorgehen festlegen zum Wohle des Patienten. So. Grundsätzlich, wenn man sich entscheidet für Therapie, dann gibt es zwei wesentliche Therapieformen, zum einen medikamentös, das gibt es schon seit vielen Jahren, ist sehr etabliert und ist auch sehr bewährt, muss man sagen, das ist die sogenannte Thrombolyse. Also ein Medikament, was über eine Spritze oder eine Kurzinfusion oder eine Pumpe eingebracht wird und entsprechend durch eine, ich sag mal, starke Blutverdünnung diesen Pfropf auflösen soll. In welcher Zeit?
Das muss natürlich relativ schnell gehen, denn das Gehirn muss natürlich durchblutet bleiben und es ist wichtig, dass dieses Medikament relativ schnell wirkt. Also man erhofft sich eine Wirkung innerhalb der ersten 30 Minuten spätestens. Ansonsten gilt es im Einzelfall dann zu erwägen, ob man den zweiten Schritt geht. Und der zweite Schritt ist vielleicht ein zentraler Punkt heute, nämlich das ist die Verstärkung dieser medikamentösen Therapie oder manchmal sogar alleinige Therapie durch die sogenannte mechanische Rekanalisation. Mhm. Das heißt, hier sprechen wir von einem tatsächlichen Kathetermanöver. Aha, das heißt also, man hat einen Katheter, sowas haben sie uns nämlich auch mitgebracht, dass man durch die Leiste, würde ich mal sagen, also durch die Leisten, genau, einführt, ganz bis zum Gehirn, was ja doch ein weiter Weg ist, finde ich. Und vielleicht können Sie uns das zeigen, an dem Katheter, was Sie dann damit machen. Sehr gern. Also zunächst, es ist zwar ein weiter Weg, aber die Punktion der Leiste ist ein bewährter und auch sehr risikoarmer Zugang. Deswegen macht man sozusagen einen Zugang weit weg vom Gehirn. Und in der Regel, aber nicht immer, kann man diesen Eingriff sehr gut in Narkose machen, sodass es hier kein größeres Risiko gibt. So, man bringt also einen Katheter ein von der Leiste in den Hals und das geht relativ schnell. Das ist meistens eine Minutensache. Ja, manchmal dauert es etwas länger. Aber es ist notwendig, einen Katheter in den Halsgefäßen zu platzieren, dass eben dieser Fangkorb, den ich gleich zeige, dass man den in das Gehirn einbringen kann. Ja. Das wäre der nächste Schritt. Ja, okay. Ich sehe ja den Korb noch gar nicht. Genau. Also zunächst, ich habe hier sozusagen einen etwas über einen Meter langen Katheter in der Hand, einen sogenannten Mikrokatheter. Und wie man sieht, der ist sehr zart und sehr klein, auch sehr biegsam und kann deswegen sehr gut auch gekurften Gefäßen folgen. Ja. So. Ja. Und dieser Katheter wird dann tatsächlich direkt in den Fropf verbracht. Ja. Und jetzt muss ich mal gucken, ob man das gut zeigen kann. Ja, wenn Sie es so rum vielleicht. Den dunklen, so kann es funktionieren. So, und jetzt lasse ich mal sozusagen aus dem Katheter diesen kleinen Fangkorb frei. Man sieht, dass der zunächst ganz fein ist und sich dann plötzlich verbreitert. Ich hoffe, man kann das ausreichend erkennen. Ja. So, und diesen Fangkorb hier, den kann man tatsächlich auch platt drücken. Der ist nämlich sehr flexibel, aber hat spezielle Maschen, dass er den Thrombus einfängt und dann wie so eine Fischreuse sozusagen umgibt, damit er sozusagen der Thrombus, damit der gefangen ist in der Mitte. Klappt das immer gleich beim ersten Mal? Nein, das klappt nicht beim ersten Mal, aber die Erfolgschancen sind durchaus da. Die Erfolgschancen sind so etwa bei 80%. Das heißt, 4 von 5 Patienten können, manchmal muss man es mehrfach machen, damit sehr, sehr gut behandelt werden. Ja. Ja. Und merkt der Patient etwas davon, wenn Sie in seinem Gehirn, in einer Ader, einen Thrombus mit so etwas herausfischen? Das hört sich ja gigantisch an. Nein, in der Regel ist das schmerzfrei. Können wir es, glaube ich, wieder weglegen? Ja, wir legen es wieder weg. Ja. In der Regel ist das schmerzfrei. Wie gesagt, eigentlich zur Minimierung des Risikos machen wir es häufig in Narkose. Mhm. Das hat gar nicht so sehr was mit Schmerzen zu tun, sondern eigentlich streben wir an, dass es einfach für den Patienten oder die Patientin entspannter ist zum einen und dass er sich nicht, wenn ich das gerade mache, dieses Absetzen, dass er sich dann nicht aus Versehen bewegt. Aha. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Aber offenbar heißt das auch, dass wenn die Narkose aus irgendeinem Grunde nicht gut wäre für den Patienten, ginge es vermutlich auch anders. Das geht auch ohne, ja. Also mit einer Sedierung. Ja, genau. Man kann ein bisschen andere Medikamente geben, ein bisschen was gegen eventuelle Schmerzen oder Unwohlsein, das kann man machen. Ja, es ist keine Narkose zwingend erforderlich. Und angenommen, es würde beim ersten Mal funktionieren, wie lange würde das dauern? Vom Einführen in die Leiste bis zum Herausziehen aus der Leiste? Also wenn alles glatt geht, kann man das durchaus in 30 Minuten schon abschließen. Eine typische Eingriffszeit ist nicht ganz so schnell. Mit einer Stunde muss man manchmal schon rechnen. Es kann auch mal länger dauern. Aber die Zeit ist natürlich, die Zeit ist schon ein wichtiger Faktor, aber nicht der einzige Faktor. Wichtig ist ja der Erfolg der Untersuchung. Ja, das heißt, wenn wir das Manöver ein, zwei, sogar dreimal wiederholen müssen, dann ist natürlich der Eingriff insgesamt etwas länger. Profitieren tut man trotzdem davon. Das macht jetzt nicht so einen Riesenunterschied. Sehr wohl aber muss man sagen, man muss
wann auch immer ein Schlaganfall eingeliefert wird, natürlich als Krankenhaus entsprechende Vorsorge treffen, dass das auch am Wochenende, auch in der Nacht passieren kann. Das ist ein wichtiger Faktor, dass nicht so viel Zeit verloren geht, bevor man dieses Kathetermanöver startet. Ja, genau. Man muss schon bereit sein, sozusagen. Ja, definitiv. Vielleicht kurz noch zum Schluss. Für den Patienten ist danach ja der Thrombus entfernt. Fühlt er das auch sofort? Fühlt er sich dann sofort wieder besser oder dauert das eine Zeit? Die Besserung tritt in der Regel sofort ein, ja. Erstaunlicherweise ist das sozusagen sofort spürbar für die, die nicht in Narkose waren, für die, die danach aufwachen, ist in der Regel eine Besserung, vielleicht noch nicht eine Normalisierung, aber eine Besserung in der Regel sehr schnell ableitbar. Ja. Und wie lange bleibt er dann noch bei Ihnen? Nun, das hängt natürlich sehr stark von dem einzelnen Krankheitsbild ab, aber geplant ist natürlich, dass man Patienten so behandelt, dass sie möglichst schnell dann auch wieder in ihre normale Umgebung entlassen werden können. Das hängt natürlich vom Einzelfall ab, ob eine Rehabilitationsmaßnahme, andere stationäre Maßnahmen notwendig sind, denn wir müssen ja auch beforschen, woher kam denn dieser Fropf. Ja, das gilt ja auch dann einen zweiten Schlaganfall in Zukunft zu verhindern. Liegt es am Herzstolpern, liegt es an einer Verengung der Halsgefäße? Solche Sachen müssen ja noch detektiert und ausgeschlossen werden, genau, und eventuell behandelt werden. Natürlich. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Sehr gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf YouTube und auf Facebook. Werden Sie gesund.